habe ich neben mir stehen den Marc von Let's Popcorn. Hallo Marc, wie geht's dir? Hi, gut, danke. Selber? Mir geht's auch super, super. Marc, du bist ja hier Sponsor mit von der Veranstaltung heute, von der Boxveranstaltung. Wie bist du hierher dazugekommen? Im Grunde, der Rainer ist ein guter Bekannter von mir. Der hat mir von der Boxveranstaltung wieder erzählt. Hat gesagt, hier, dein Popcorn ist geil, gefällt uns, würde super passen. Die Leute mögen das Popcorn. Komm doch mit auf die Veranstaltung, würde auch zu der Veranstaltung selber passen. Und so kamen wir mal wieder zusammen. Ja, sehr schön. Bist du zufrieden? Kommen die Leute zu deinem Stand? Ja, ne? Ja, also ich glaube, geschmacklich dürfen wir da nicht, brauchen wir uns da nicht zu verstecken oder zu schämen. Die Leute mögen das. Deswegen ist auch immer cool auf diesen Veranstaltungen, weil es wirklich so ein bisschen was anderes ist. Und dann kommen natürlich auch die Leute gerne vorbei und ja, so eine Win-Win-Situation natürlich. Definitiv. Also ich kann es auch bestätigen, die schmecken sehr gut. Ich habe schon mal so 2, 3 probiert. Wir sind ja jetzt hier auf der Veranstaltung. Was gefällt dir denn so am besten hier momentan, also hier auf der Veranstaltung? Ich muss gestehen, ich konnte noch gar nicht so viel sehen. Ja, ich durfte mir den Ringfreund mal vor dem Kampf angucken und bin auch mal rumgelaufen, um zu sehen. Aber tatsächlich habe ich bis jetzt nicht weiter als zum Stand und zum Essen gepackt. Aber hoffe, dass ich im Laufe des Abends noch mehr mitbekomme und will ein bisschen was vom Kampf auch mitbekommen natürlich. Definitiv, das ist ja ganz wichtig. Aber hast du denn einen Favoriten bei den Boxern? Tatsächlich interessiere ich mich oder finde ich es interessantesten, warte ich auf den Frauenboxkampf. Ja, da ist ja eine junge Dame aus Venezuela gekommen und wir haben unser Babyface, ne? Und da bin ich total gespannt drauf. Ja, die normalen Männerboxkämpfe, denke ich, da gibt es viele Favoriten. Das wird bestimmt spannende Kämpfe, aber gerade bei den Frauen, das wird bestimmt auch nochmal super. Das definitiv. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das kleine Interview und wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der Veranstaltung. Dankeschön, schönen Abend noch. Ciao.